Die 16-jährige Pauline war nach dem Vorfall im Kosmetikstudio noch in der Stadt unterwegs. Als die Schülerin später nach Hause kommt, beweist ihre Mutter erneut eindrucksvoll, wie egoistisch, bösartig und selbstverliebt sie ist. Ich ziehe sicher nicht zu diesem Franz, das kann sie so vergessen. Angela, du bist aber wirklich ein ganz besonderer Friseur. Angelo? Schon ein Schmuckstück. So eine Massage kriegt aber nicht jeder von mir. Ach nein? Na, dann kann ich ja vom Glück reden, dass er heute sofort vorbeigekommen ist. Hm? Gerne. Ist ja wirklich schrecklich, was dir heute passiert ist. Angelo, ich hab gedacht, ich würde sterben. Bitte guck dir das mal an. Schau mal, wie ich aussehe. Das ist doch furchtbar. Kannst du da nicht auch irgendwas machen? Du bist doch mein Number One Hair- und Make-up-Artist. Klar doch. Lass mich nur mal an, Engel. Du wirst wieder wunderschön aussehen. Hm. Ach, wenn ich dich nicht hätte, bist du wirklich mein Retter in der Not heute. Ich kümmere mich erstmal um deine Haare, Engel. Kann's kaum erwarten. Pauline ist bitter enttäuscht. Sie musste beobachten, wie ihre Mutter ungeniert mit ihrem Freund Angelo geflirtet hat. Und auch Karins Tag wird immer schlimmer. Ihr Mann Franz fängt sie nach der Arbeit an der Bushaltestelle ab, mit bereits gepackten Koffern. Das tragische Ende einer Ehe nach über 20 Jahren. Du kannst Karin einfach so aus dem Haus werfen. Das ist mein Haus, Karin, verstehst du? Und was du heute gegenüber Saskia erlaubt hast. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Mensch, Franz, du musst mir glauben, du kennst mich doch wirklich besser. Aber was soll das? Saskia wurde von ihrem Vermieter belästigt. Das kann ich nicht länger zulassen, verstehst du? Wie naiv bist du eigentlich? Das behauptet sie doch nur, damit sie sich bei dir einnisten kann. Nimm dir doch ein Hotelzimmer, wo ist das Problem? Franz, sie liebt dich nicht, die will nur dein Geld. Und jetzt geh mit diesen Koffern weg. Ich will dich in meinem Haus nicht sehen. Aua, aua, spinnst du jetzt total oder was? Franz, so geht das nicht. Wir sind verheiratet. Ich habe auch Rechte. So geht das nicht. Pauline und Saskia werden heute mein Haus einziehen. Ich will dich in meinem Haus nicht sehen. Franz! Unterdessen verabschiedet sich Saskia von dem Freund ihrer Tochter. Vielen Dank nochmal. Hast mich echt gerettet heute. Du siehst wirklich toll aus. Unwiderstehlich heiß. Bis morgen. Seid ab heute. Viel Glück. Ciao. Packerst du jetzt auch noch Angelo an, oder was? Mein Gott, kann ich nicht mal freundlich sein zu unserem Friseur, ohne dass du direkt die Krise bekommst? Aber Angelo ist... Angelo ist ein freier Mann, der kann doch tun und lassen, was er will. Hast du jetzt mal deine Sachen gepackt? Aber Angelo... Angelo ist... Mein Gott, noch mal, jetzt hol deinen Koffer. Hol deine Koffer! Franz schickt uns einen Fahrer aus der Firma, der muss jetzt jeden Moment hier sein. Also, hopp, hopp. Ich bleib hier. Pauline, jetzt nicht schon wieder dieser Quatsch. Ich diskutiere das mit dir nicht mehr aus. Ich habe keinen Bock mehr auf deinen Scheiß. Du bist so ein undankbares Biest. Du liebst den Franz doch gar nicht. Das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Du machst es nur, weil er Kohle hat. Ich mach das nur, damit du ein bequemeres Leben führen kannst. Du könntest mir mal ein bisschen dankbar sein für alles, was ich auf mich nehme, ja? So ein Quatsch. Du willst ein bequemeres Leben führen. Der Fahrer ist jetzt da. Kommst du? Nein, ich bleib hier. Nee, dann kommst du eben ohne. Pauline, kommst du eben ohne Sachen mit. Kann doch nicht wahr sein. Immer nur Ärger. Muss ich mir von dir nicht bieten lassen. Die beiden Kommissare fassen ihre Ermittlungsergebnisse im Kiosk von Kalle Klopfer noch einmal zusammen. Hier, dürfen Sie ruhig annehmen. Geht aufs Haus. Ach, vielen Dank. Ich dachte schon, Sie haben noch Fragen. Wir wollten wirklich nur was trinken. Na, ich würde schon was essen. Wir waren gerade in der Nähe. Na dann, guten Appetit. Danke. Können Sie vielleicht die Stellung kurz halten hier? Ja, klar. Ich muss dringend auf. Bin gleich wieder da. Klar. Leider hat die Spurensicherung nur die Fingerabdrücke von den beiden Mitarbeiterinnen identifizieren können. Das heißt, nur eine von den beiden Frauen käme als Täterin in Frage. Oder aber... Die Täterin hat die Handschuhe benutzt und dann mitgenommen. Ja, oder das Opfer selbst.
Dann müssen wir auch die Tochter in Betracht ziehen. Sie war ja auch vor Ort. Das arme, unschuldige Ding? Für mich spricht alles dafür, dass es die Inhaberin selbst war. Karin Wegemann hatte gar keine Zeit, sich irgendein Gift zu besorgen. Oder aber sie hat schon vorher gewusst, dass Frau Friedes die neue Geliebte ihres Mannes ist. Das würde ich auch nicht ausschließen. Die Inhaberin tut sich doch keinen Gefallen mit so einem Skandal. Ja, aber anders wirst du so einen Drachen wie die Friedes doch nicht los. Ich meine, Hausverbot ignoriert eine wie die ganz einfach. Ela, hallo? Frau Wegemann? Moment bitte. Frau Edel, ich habe wirklich Angst, dass er mir was tut. Meinen Sie Ihren Mann? Bedroht er Sie? Ja, ich bin nach der Arbeit nach Hause. Er hat schon versucht, mich auf der Straße aufzuhalten. Will er nicht, dass Sie ins Haus gehen? Nein, er will, dass ich in ein Hotel ziehe. Aber ich bin trotzdem ins Haus. Und jetzt will er mich zur Not mit Gewalt rauswerfen. Sie müssen mir helfen. Bleiben Sie ganz ruhig, wir sind sofort da. Gehen Sie am besten aus dem Haus raus und vermeiden Sie jegliche Auseinandersetzung. Wir kommen sofort. So. Bin wieder da. Wir sind weg. Und die Würstchen? Danke. Als Kriminaloberkommissarin Sabine Edel und ihr Kollege Tom Ritter wenig später am Haus der Wegemanns eintreffen, eskaliert dort der Streit. Ist okay? Hallo Pauline, sag mal, was ist denn da drin los? Die schlagen sich hoffentlich die Köpfe ein. Das ist alles nur, weil meine Mutter denkt, sie müsste jetzt ein eigenes Haus haben. Wie meinst du das? Aufmachen! Oh, aufmachen. Kriminalpolizei! Hey. Sabine, wir müssen da rein, bevor was Schlimmeres passiert. Aufhören! Hey! Hey, hey, Moment! Aufhören! Hey! Stopp! Hallo! Beruhigen Sie sich! Und irgendwann aufhören! Ich fass das nicht, der hat die Bullen gerufen. Das ist mein Haus. Ich habe es meinen Eltern geerbt. Und ich möchte, dass meine Ex-Frau sofort und auf der Stelle das Haus verlässt. Herr Wegemann, Sie haben sich von Ihrer Frau getrennt, aber Sie sind noch nicht geschieden. Auch wenn das Ihr Haus ist, Sie können Ihre Frau nicht von jetzt auf gleich vor die Tür setzen. Hören Sie, Sie müssen hier eine einvernehmliche Lösung finden, ja? Nur für den Übergang. Wie geht es Ihnen? Ich wohne doch erst seit einem Jahr in meiner Wohnung. Und der Vermieter, am Anfang war der wirklich in Ordnung. Aber mittlerweile... Er stellt ihr nach, er hat sie sogar schon begrapscht und so weiter. Sie kann da nicht länger bleiben, sie muss sofort raus. Er hat mir doch erst heute Nachmittag gesagt, da komme ich mit dem Bus von der Arbeit. Und dann soll ich mit der Reisetasche ins Hotel. Das ist auch mein Zuhause, so geht das nicht. Wir werden eine einvernehmliche Lösung finden. Ihnen reichen ein paar Tage, oder? Ja. Herr Wegemann, Sie sind doch ein selbstbewusster Typ, oder? Na klar, sonst würde ich auch keine Firma leiten. Genau, dann wird es Ihnen sicherlich nicht schwerfallen, den Vermieter von Frau Friedes, sagen wir mal, für die nächsten 3 bis 4 Tage in Schach zu halten, ja? Naja, das kriegen wir hin. Der soll mal was versuchen, wenn ich da bin. Sehr schön, dann haben wir doch eine einvernehmliche Lösung. Sie, Herr Wegemann, gehen erstmal in die Wohnung von Frau Friedes, nur für die nächsten 3 bis 4 Tage. Und Sie, Frau Wegemann, Sie suchen sich in der Zeit was Neues, okay? Nein. Warum nicht? Trauen Sie Ihrem neuen Mann nicht zu, dass er Sie beschützt? Doch, so machen wir das. Das ist eine gute Idee. Ich packe nur schnell meine Sachen und bin dann gleich wieder da. Okay? Danke, dass Sie gekommen sind. Gerne doch. Gut, dass Sie uns angerufen haben. Am nächsten Morgen konzentrieren sich die Kommissare wieder auf ihre Ermittlungen. Sie wollen Kosmetikstudio-Besitzerin Lena noch einmal auf den Streit ansprechen, den sie mit ihrer Stammkundin in dem Kiosk hatte. Es gibt mehrere Kosmetikstudios hier in der Nähe. Es kann sein, dass die Frau Friedes auch ein Zufallsopfer war und irgendeine Konkurrentin hinter dem Anschlag steckt. Für mich ist die Sache eindeutig. Lena Bretina war's. Am Abend vorher hat Saskia Friedes damit gedroht, ihren Kosmetiksalon in Verruf zu bringen. Und am nächsten Morgen war sie vorbereitet und hat die Gesichtsmaske für ihre Stammkundin vergiftet. Wäre möglicher. Und der nächste Ärger steht schon an. Schau mal, da hat jemand was auf die Schaufensterscheibe geschmiert. Hier werdet ihr nicht schöner, sondern mit Gift verunstaltet. Körperverletzung zum Sonderpreis. Boah. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Das will ich doch nie tun. Ich arbeite gerne für dich und ich brauche diesen Job. Aber ganz egal. Sorg dafür, dass es so schnell wie möglich wieder wegkommt. Das sieht ja nicht gut aus. Ich habe damit nichts zu tun. Warum auch? Das war bestimmt Saskia. Das ist ja total geschäftsschädigend. Lassen Sie uns doch reingehen. Wir wollten ohnehin mit Ihnen sprechen. Ja, total ärgerlich. Was sollen denn die Leute denken?
Frau Bretina, wir haben gestern mit dem Inhaber des Kiosk um die Ecke gesprochen. Es ging um die Auseinandersetzung, die Sie mit Frau Friedes dort hatten. Oder sagen wir eher wegen der Rangelei. Und? Herr Klopfer meinte, dass Frau Friedes gedroht hat, ihr Studio in Verruf zu bringen. Ja, das hat sie ja jetzt auch gemacht. Sie müssen diese Verrückte stoppen. Wir haben auch erfahren, dass Sie Frau Friedes Hausverbot in Ihrem Kosmetiksalon bei dem Streit erteilt haben. Warum haben Sie denn Frau Friedes am nächsten Tag behandelt, als wäre nichts gewesen? Wissen Sie was? Hiermit zeige ich jetzt Frau Friedes offiziell an. Wegen Schlechtredens über mein Studio und wegen dieser Sauerei hier. Und überhaupt geht mir das Ganze jetzt total auf die Nerven. Lena, warte doch mal. Frau Wegemann, einen Moment bitte noch. Ja. Gibt es denn außer Frau Friedes jemanden, der Frau Bretina nicht leiden kann? Nein, Lena ist eigentlich sehr beliebt. Also da wüsste ich jetzt niemanden. Die Konkurrenz vielleicht? Es gibt ja viele andere Studios in der Nähe. Nein. Glauben Sie mir, Saskia steckt hinter dem Ganzen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gerne nach ihr sehen. Natürlich. Vielen Dank. Wir melden uns wieder. Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Echt eine Sauerei. Glaubst du der die Show jetzt, oder was? Ich denke schon, dass da was Wahres dran ist, ja. Bretina war es, 100%. Hier, willst du mal fahren? Ja. Hey, schau mal da. Was denn? Eine Spraydose. Meinst du, damit ist die Scheibe besprüht worden? Könnte sein, aber schau mal, hier ist ein Beleg über 1500 Euro. Das gehört wohl kaum zu der Spraydose, oder? Das Datum läuft auch von vor ein paar Wochen. Es muss in der Tüte geblieben sein. Teure Designertasche. Das riecht doch ganz nach unserem Drachen. Meinst du wirklich? Das ist alles so inszeniert. Die Tüte direkt vom Laden, die Spraydose und dann noch ein Kassenbon dazu. Ja, vielleicht hast du recht. Aber wir sollten der Sache nachgehen. Komm. Die Kriminaloberkommissare Sabine Edel und Tom Ritter machen sich auf den Weg zur Wohnung von Saskia Friedes. Kurz darauf meldet sich auch schon die Leitstelle und erhärtet den Verdacht gegen die alleinerziehende Mutter. Tom, Sabine, wir haben ermittelt, wer die EC-Kartenzahlung geleistet hat. Saskia Friedes. Ja, alles klar, danke. Wir sind eh schon auf dem Weg zu ihr. Bingo. Ich gehe nicht ins Hotel, Franz. Ich finde Hotels ekelhaft. Mann, ey. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Gibt es Probleme? Ja, mit Saskias Vermieter. Es sind keine männlichen Dauergäste im Haus zugelassen, Frau Friedes. Das hat dieser Mistkerl sogar in den Mietvertrag geschrieben. Ja, damit ist die Vereinbarung von gestern ja wohl hinfällig. Gut, wenn Sie wollen, dann rede ich mit Ihrer Frau. Okay. Moment, ich rufe Sie an. Wir müssen sehen, damit kriegen wir die Schmiererei ganz schnell ab. Wie gut, dass du dich erinnern konntest, dass man so ein Ding auch ausleihen kann. Ja, aber Karin, noch mal was ganz anderes. Es tut mir auch echt leid, aber wenn demnächst noch mehr Kunden absagen, dann kann ich es mir nicht mehr leisten, dich weiter zu beschäftigen. Was? Aber ich brauche das Geld. Gerade jetzt, wo ich mir eine Wohnung suchen muss. Warte mal, Telefon. Hallo, Wegemann? Ah, hallo, Frau Edel. Ach, die Kommissarin, gibt's was Neues? Ja, ich mach sie mal laut. Es tut mir wirklich leid, Frau Wegemann. Aber deshalb will Ihr Mann nun doch heute schon ins Haus. Es wäre am besten, wenn Sie sich möglichst schnell einen Anwalt nehmen. Also, wenn Franz zahlt, dann gehe ich ins Hotel. Oh, gut. Aber er muss so lange zahlen, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Moment, ich versuche das direkt mit Ihrem Mann zu klären. Was? Wenn ich jetzt auch noch auf der Straße lande, wie soll ich mir denn dann noch einen Anwalt leisten können? Ja, und dieser ganze Stress nur wegen dieser dämlichen Saskia. Guck mal, ist das da hinten nicht Pauline?
Pauline! Hi. Hi. Du, weißt du was? Du kannst deiner Mutter bitte ausrichten, ich will sie nie mehr in meinem Laden sehen. Und wenn sie dann doch kommt, ich sag dir, ich hetz ihr die Polizei auf den Hals. Hier, die sind für dich. Es tut mir so leid, dass ich jetzt so Probleme habe wegen meiner Mutter. Ja, aber du kannst ja am wenigsten dazu. Frau Wegemann, sind Sie noch da? Ja, ich bin hier. Also, ciao. Ihr Mann ist bereit zu zahlen. Allerdings nur ein Pensionszimmer, kein Hotel. Und maximal für einen Monat. Dann richten Sie ihm aus, ich bin bis heute Mittag draußen aus dem Haus. Okay. Wiederhören. Gib mir mal den... Das Haus ist für Sie ab heute Mittag frei. Okay. Na, endlich. Da. Wurde ja auch Zeit. Alles klar. Ich gehe dann. Tschüss. Mhm. Ciao, mach's gut. Ciao. Frau Friedes, wir wollen mit Ihnen über die Auseinandersetzung, die Sie vorgestern im Kiosk mit Frau Bretina hatten, reden. Haben Sie schlecht über das Studio geredet, damit die Kundinnen woanders hingehen? Ich kann es halt nicht leiden, wenn ich ewig auf einen Termin warten muss. Und es ist ja wohl nicht verboten, seine Meinung zu sagen, oder? Doch. Wenn Sie damit bewusst jemandem schaden, dann schon. Sie sollen Frau Bretina bei der Auseinandersetzung damit gedroht haben, ich zitiere, dass sie ihren Laden platt machen. Das hat sie ja wohl nicht ernst genommen, oder? Aber wir nehmen das ernst, Frau Friedes. Heute Nacht hat jemand das Schaufenster mit einem bösen Spruch besprüht. Können Sie dazu etwas sagen? Nein, kann ich nicht. Und im Übrigen wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie allmählich Beweise dafür finden, dass Karin mir das Gesicht verunstaltet hat. Das tut hier nichts zur Sache. Im Übrigen hat Frau Bettina Anzeige gegen Sie erstattet. Und entsprechenden Strafantrag. Ach ja? Ich will Ihnen mal was sagen. Ich habe Schmerzen. Ich werde Narben behalten. Finden Sie den Täter und verschwenden Sie nicht länger meine Zeit. Frau Friedes, Entschuldigung. Ach, hallo. Lass sie. Die wird nichts sagen. Die Friedes wird die Anzeige von Lena Bretina nicht einfach so stehen lassen. Die wird irgendetwas unternehmen. Wir werden sie heute observieren, um zu verhindern, dass es zu einer weiteren Auseinandersetzung kommt. Die Kommissare nehmen die Verfolgung auf und lassen Saskia Friedes nicht mehr aus den Augen. Als die 32-Jährige nach einer ausgiebigen Shoppingtour zu ihrer alten Wohnung zurückkehrt, meldet sich ein Kollege von der Dienststelle. Es gibt interessante Neuigkeiten zu dem Kosmetikanschlag. Sabine Tom, die Laborergebnisse sind gerade reingekommen. Der Packung ist ein Gift zugemischt worden, Oresiol, eine giftige Substanz, die in Gift, Efeu, Eiche oder Sumak vorkommt. Und das wächst hier einfach so, oder was? Also das Zeug wird in der alternativen Medizin als Heilmittel verwendet, kann man ganz einfach auch im Internet kaufen. Aber bei Kontakt mit dem Gift bekommt man eigentlich nicht sofort einen Ausschlag. Sondern? Also beim Erstkontakt ist frühestens nach 5 Stunden mit einer Reaktion zu rechnen. Es kann auch 15 Tage dauern, bis was passiert. Kommt man erneut mit dem Gift in Berührung, kommt es schon nach 1 bis 2 Tagen zu einer Reaktion. Okay, das heißt, dass der Ausschlag von Frau Friedes nicht direkt auf die Gesichtspackung zurückzuführen ist. Nein, sie muss vorher schon mit dem Gift in Kontakt gekommen sein. Oder man hat ihr bereits etwas untergemischt und die Haut hat erst jetzt darauf allergisch reagiert. Ja, auch möglich. Vielleicht hat sie sogar eine Pflanze im Garten, weiß es selber nicht. Gartenarbeit wird bei der nicht der Auslöser sein. Warte mal, hier tut sich gerade was. Wir rufen dich zurück, ja? Das ist doch der Angelo, der Freund von Pauline. Sie hat mir ein Bild gezeigt. Oha, das ist aber nicht gerade das, was man als Mutter tun sollte. Die zwei haben definitiv kein rein freundschaftliches Verhältnis. Wie kann man seiner Tochter sowas nur antun? Die gehen zurück in die Wohnung. Oh, es ist ja offensichtlich, dass da jetzt was laufen wird. Wenn Pauline das rauskriegt, dann bricht für sie eine Welt zusammen. Oh Gott, sie war so stolz auf ihren Freund. Tja. Also Saskia Friedes wird jetzt bestimmt nichts wegen der Anzeige von Lena Bretina unternehmen. Du hast recht. Wir sollten die Observation hier abbrechen und uns mit der Tochter unterhalten. Sie hat allen Grund, ihre Mutter zu hassen. Du meinst, sie hat vielleicht schon zu Hause versucht, ihre Mutter eins mit dem Pflanzengift auszuwischen? Es ist nichts passiert und sie hat es erneut probiert mit der Gesichtsmaske im Kosmetikstudio. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Pauline es war. Sie war auch die Einzige im Studio und hatte die Möglichkeit dazu. Also wenn sie weiß, dass die beiden eine Affäre haben, dann hat sie auch ein richtiges Motiv.
Sabine Edel und Tom Ritter von der Kriminalpolizei wollen die 16-jährige Pauline an ihrer Schule abfangen und sie mit ihrem Verdacht konfrontieren. Sie entdecken das Mädchen schon in der Nähe des Gymnasiums. Die Schülerin telefoniert gerade und wirkt dabei sehr verzweifelt. Hey, schau mal, das ist sie doch, oder? Du kannst mich mal. Ich zieh nicht zu diesem Franz. Vergiss es. Das ist sie ja. Tom, ist vielleicht besser, wenn ich alleine mit dir rede. Von Frau zu Frau, verstehe. Okay, ich warte hier. Pauline? Och nee. Darf ich? Vielleicht kann ich dir helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, dann sperren Sie meine Mutter weg. Die macht mir mein Leben zur Hölle. Ich hasse sie. Gibt es denn gerade akut etwas? Die ist seit Jahren akut. Die gehört doch in die Klapse. Pauline, ich kann verstehen, dass du sauer bist. Ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. Wie meinen Sie das? Pauline, wenn du irgendwas gemacht hast, dann ist das kein Weltuntergang. Aber du musst die Wahrheit sagen. Willst du mir vielleicht irgendwas sagen oder irgendwas auf deinem Handy zeigen? Kann ich dein Handy mal sehen? Wieso? Wieso nicht? Pauline, du kannst mir wirklich vertrauen. Wir können ganz offen miteinander reden. Hier, nehmen Sie. Ist jetzt auch egal. Sie wissen doch sowieso schon alles. Hey, warte mal, hey! Hey, Tom! Tom, lass sie. Lass sie laufen. Wir reden später mit ihr. Hast du was rausgefunden? Hier, ich hab ihr Handy. Hier. Der Browserverlauf zeigt mehrere Seiten mit Giftpflanzen an. Und auch einen Versand von alternativen Heilmitteln. Shit! Sie hat es tatsächlich im Internet bestellt. Das darf nicht wahr sein. Und hier, siehst du? Sieht aus wie Puderpartikel von Einmalhandschuhen. Sie war es. Ja, lass uns mal hinterher. Pauline ist bereits auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause. Die 16-Jährige ist es gewohnt, von ihrer Mutter gedemütigt zu werden. Aber dieses Mal geht Saskia zu weit. Hallo? Paulines Welt bricht zusammen. Angelo hat ihr die große Liebe offenbar nur vorgespielt. In diesem Moment sieht die Schülerin nur noch einen Ausweg. Die Kommissare fürchten, dass Pauline Friedes erneut einen Anschlag auf ihre Mutter verübt. Ich hätte schwören können, dass Pauline in die alte Wohnung zurück ist. Aber da war definitiv niemand. Hoffentlich ist sie bei dem Wegemanns und stellt keinen Blödsinn an. Ich rufe noch mal die Mutter an. Mist. Nur die Mailbox. Wir sind da. Sabine Edel und Tom Ritter von der Kriminalpolizei müssen Pauline so schnell wie möglich finden. Der Teenager befindet sich in einer emotionalen Ausnahmesituation, die schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden muss. Die Tür ist offen. Ein gutes Zeichen. Komm, wir gehen rein. Du Schwein! Ihr seid so widerlich, alle beide! Pauline, jetzt leg den Kerzenständer weg! Pauline, ich kann dir das erklären. Lass mich! Sei vernünftig! Hey, Moment! Stopp! Hey, du gibst mir jetzt das Teil und beruhigst dich, ja? Wir werden das jetzt klären. Schön ruhig, ja? Pauline, wir wissen, dass du eine giftige Substanz in die Maske gemischt hast. Was? Du warst das? Du hast mir doch viel Schlimmeres angetan. Was bist du denn für eine Mutter? Ich bereue so sehr, dass ich nicht mehr untergemischt habe. Jetzt lassen Sie meine Tochter los! Ich will doch nicht, dass sie bestraft wird.
Frau Friedes, Ihre Tochter hat eine Straftat begangen. Der müssen wir nachgehen, ob Sie wollen oder nicht. Außerdem müssen wir abklären, ob Pauline auch was mit den Schmierereien auf der Schaufensterscheibe zu tun hat. Oh, Herrgott, nochmal. Ich war das, ja? Was? Dann bitte ich Sie, uns ebenfalls auf die Dienststelle zu begleiten. Und Sie kommen auch mit, ja? Sie brauchen mich nicht fesseln, ich komme auch so mit. Darf ich mir vielleicht noch was anziehen? Pauline Friedes musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft und der versuchten gefährlichen Körperverletzung vor dem Jugendgericht verantworten. Sie wurde mit 40 Sozialstunden belangt. Saskia Friedes wurde wegen Sachbeschädigung, Verleumdung und übler Nachrede zu einer Geldstrafe verurteilt.